Der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam sagte, inna al-mar'ata khuliqat min dil'in a'waj. Die Frau ist aus einer krummen Rippe erschaffen. Was heißt eine krumme Rippe? Erstmal, Allah hat sie so erschaffen. Das ist nicht dein Recht, dass du jetzt über sie spottest, weil Allah sie so erschaffen hat. Das ist ihr Ursprung. Das heißt, Adam alaihi salatu wa sallam, Allah hat ihn erschaffen aus was? Aus Erde. Und von der Rippe von Adam hat Allah azza wa jal Hawa radiallahu anha erschaffen. Von der Rippe, von der krummen Rippe. Das heißt, Al-Asl, der Ursprung von einer Frau, ist eine krumme Rippe. Was bedeutet das jetzt, eine krumme Rippe? Sie hat bestimmte Eigenschaften, die kriegst du nicht weg. Deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wenn du sie gerade machen willst, dann brichst du sie. Sheikh Abu Ishaq hat ein wunderschönes Beispiel geprägt, möge Allah azza wa jal unseren Sheikh segnen. Er kam einmal, in Ägypten wurde er geholt zu einem Streit. Ein Mann und eine Frau haben sich gestritten. Dann sagte die Frau, in kunta ragil, fadribni, talliqni. Sie sagt, wenn du ein Mann bist, dann schlage mich und lass mich scheiden. Die ägyptischen Frauen haben anderes Blut. Die rennen auch hinter ihrem Ehemann mit dem Messer. Ja? Die sind ein bisschen abwärts. Die sagt zu ihm, wenn du ein Mann bist, dann scheide mich. Er sagt ihr, nein, ich scheide mich nicht. Und sie provoziert ihn und provoziert ihn und provoziert ihn. Bis, ihr wisst, ein Mann hört auch nicht alles aus. Irgendwann hat er ihr gesagt, Antitalik, du bist geschieden. Die sagt, was hast du gemacht? Er sagt, seht ihr, das ist die krumme Rippe. Das ist die krumme Rippe. Die ganze Zeit sagt sie, scheide mich. Wenn du ein Mann bist, dann erscheidet sie. Sie sagt, was hast du gemacht, du Verrückter? Deswegen, wenn das eine krumme Rippe ist, der Mann ist gerade, dann geht nicht diese Form, sondern der Mann muss sich der Frau folgen. Das ist doch. Du verstehst viele Sachen von ihr nicht. Sie aber auch nicht von dir. Ich meine, jetzt guck mal. Wollen wir über die Frau reden? Eine Frau zupft sich so lange die Augenbrauen, bis nichts mehr da ist, und dann zieht sie einen Strich nach. Da war doch was da. Wollen wir darüber reden? Wollen wir darüber reden? Die erfinden Kleider, wo am Rücken der Reißverschluss ist. Wer macht das so gerne? Ganz so vorne. Leichter. Aber wir reden über eine Krumme. Dann akzeptier das so. Ja, Achi, dein Reißverschluss ist hinten, bleib hinten. Krumme Rippe. Was heißt krumme Rippe? Was haben wir gesagt? Wenn du sie gerade machen willst, dann brichst du sie. Deswegen halte immer an dem Hadith vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam fest. Er sagte, keiner von euch soll den anderen verachten. Wenn er an ihm einen Charakterzug sieht, den er nicht mag, so soll er auf einen Charakterzug gucken, den er mag. Dann, wie kann man das verstehen? Wie kann man das verstehen? Zum Beispiel, deine Frau kocht miserabel. Miserabel. Und du willst es ihr eigentlich schon länger sagen, aber du hast Angst, dass sie ausfällt. Dann schau nicht darauf, wie sie kocht, sondern schau darauf, wie sie zum Beispiel liebevoll mit deinen Kindern umgeht. Deine Frau ist schlampig, sie ist nicht ordentlich zu Hause. Du siehst manchmal den Boden nicht, weil alles liegt auf dem Boden. Dann schau nicht darauf, sondern schau darauf, dass sie regelmäßig den Koran lernt und dass sie ihren Kindern beibringt. Wallahi, wenn wir so leben, liebe Geschwister, werden wir eine schöne Ehe führen. Daher, das hat damit zu tun, du guckst auf den Charakter zu, den du magst. Und tust so, als ob du den anderen nicht gesehen hast. Und wenn du etwas zu kritisieren hast, sag ihr das, aber mit Liebe und mit Barmherzigkeit. Und wenn sie dich liebt, wird sie das auch machen. Guck mal, am Anfang, wo sie dich geliebt hat, was sie alles für dich gemacht hat. Die ist in die Küche gegangen, die hat stundenlang gekocht, dein Lieblingsgericht. Und dann anschließend mit nach einem lächelnden Gesicht dazu, ist sie deine Hemden bügeln gegangen. Jetzt schau mal, wenn du nur die Erdnüsse in die Luft schmeißt und auffängst mit dem Mund, wie sie dich anguckt. Du machst sie sauber! So ist das geworden. Weil die Liebe ist was weniger geworden. Aber Wallahi, mit der Religion, und so hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam uns beigebracht, die Religion mit der Liebe zu vermischen. Was hat er gemacht? Aisha radiallahu anha berichtet, sie berief uns bei Al-Bukhari, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam lag in meinem Schoß,
während ich menstruierend war und er hat den Koran gelesen. Allahu Akbar. Schaut mal, wie er Liebe mit was verbunden hat? Mit Religion. Wie er Liebe mit Religion verbunden hat. Und so ist das. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dass du mit deiner Frau spielst, ist Dhikrullah. Dhikrullah. Du wirst belohnt dafür, wenn du ihr eine Wassermelonenschale ins Gesicht schmeißt. Das heißt, das ist Dhikrullah. Kneif deine Frau, von mir aus kratz sie, mach irgendwas, aber seid liebevoll miteinander und redet miteinander. Und Wallahi, es gibt keine großen Probleme, es gibt nur Leute, die unfähig sind, diese Probleme zu lösen. Möge Allah uns befestigen. Amen.